Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner kleinen Let's Play Star Citizen Reihe. So, ich befinde mich immer noch hier an der Station. In der letzten Folge haben wir hier unsere letzten Pakete abgegeben und haben sozusagen unseren ersten Delivery-Auftrag erledigt. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht irgendwo anders hingeflogen. Ich möchte euch die Let's Play-Reihe natürlich auch so ein bisschen zeigen. Ungeschnitten, ungefiltert sozusagen. Das heißt, ich werde jetzt nicht bei jeder Aufnahme neuen Server suchen und gucken und so, sondern ich werde auch mal so lange spielen, bis die Serverabstürze da sind oder bis irgendwas crasht, das Spiel crasht, dann werde ich auch keine Schnitte machen, sondern ihr kriegt das dann auch mal mit. Weil ich finde das auch mal wichtig, einfach zu zeigen, so, okay, wie läuft denn Star Citizen überhaupt, ne? Und das seht ihr bei mir einfach. Na, wenn der Server jetzt gleich crasht oder mein Spielklient crasht, dann werdet ihr das mitkriegen. Weil das werde ich dann nicht rausschneiden, sondern werde mich einfach hier schön im Let's Play drüber aufregen. Nein, Spaß. Aber das ist mir zum Beispiel auch nochmal so ein kleines Anliegen einfach nur. Ich weiß, das ist eigentlich vielleicht selbstverständlich, aber trotzdem, man sieht ja immer viel so zusammengeschnittene Sachen in Star Citizen und so. Aber wie läuft es denn eigentlich wirklich? Und das will ich halt auch so ein bisschen mit diesen Let's Plays zeigen und vermitteln. So, ich habe in der letzten Folge gesagt, wir wollen jetzt mal so ein bisschen gucken. Ich will euch mal ein bisschen zeigen, wo kriegt man denn Ausrüstung, wo kann man was kaufen, essen, trinken, Schiff reparieren, auftanken und sowas. Und das werden wir jetzt mal machen. Wir werden jetzt einfach mal zur nächsten Raumstation fliegen. Ich kriege gerade so einen leichten Redout, weil ich ein bisschen zu viel Gas gegeben habe und werde wahrscheinlich gleich ohnmächtig werden. Mal gucken. Wir haben jetzt hier eigentlich als große Station Port Olisar. Ja, Port Olisar war die erste Raumstation in Star Citizen, der erste Spawnpoint. Port Olisar ist einfach legendär, aber auch relativ langweilig inzwischen. Deswegen will ich eigentlich zu einer anderen Station fliegen. Wir werden mal nach Crew L1 schauen. Wenn da überhaupt eine Station ist. Ja, hier ist eine Station. Also ihr seht das auch jetzt hier auf den Karten. Diese Crew sind so kleine Asteroidenfelder und dort verstecken sich eben auch ja, wie soll man sagen, kleine Raumstationen drin, wie hier zum Beispiel Ambition Dream Station. Und dort könnt ihr auftanken, shoppen gehen und so weiter und so fort. Vielleicht führt euch auch mal eine Mission dorthin, wenn ihr was abholen müsst, abgeben müsst, etc. Aber das mal, um so eine Raumstation einfach mal zu sehen. Wir werden, denke ich mal, noch die ein oder andere anfliegen, weil wir werden sicher irgendwo mal zwischentanken müssen und so. Aber wenn ihr merkt, okay, mir geht unterwegs der Sprit aus oder ich brauche was zu trinken, was zu essen oder so, na, könnt ihr immer gucken, ob es in diesen Crews oder Hurl, in diesen L1 und so. Ich kann mal kurz reinschauen hier. Das gibt verschiedenste. Die heißen nicht alle Crew, sondern die werden immer so ein bisschen nach den Raum. Wir haben dann die Hurl, Crew, Arc, L1, 2, 3, 4, sowas. Und da verstecken sich meistens, glaube ich, immer Stationen drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob in jedem eine Station drin ist. Weil ich glaube, nicht in allen. Ja, hier ist zum Beispiel keine drin. Ihr seht hier Crew L3, da ist keine Station drin versteckt. Und hier in Arc L4 zum Beispiel auch nicht. Da müsst ihr natürlich immer so ein bisschen gucken. Ansonsten, wo es immer eine Station gibt, ist zum Beispiel über den großen Landing Zones. An dem Planeten hier gibt es auch immer hier oben eine Station, die hat jeder Planet immer. Das sind Stationen auch hier mit Namen. Das heißt, wenn ihr an einem großen Planeten seid, große Planeten sind im Grunde genommen gerade mal A-Corp, Hurston und Rob Microtech. Wo bist du? Hier ist Microtech. Na, Crusader, wie gesagt, gehört eigentlich auch dazu, ist aber noch nicht implementiert. So, wir sind jetzt so ein bisschen unterwegs nach Crew 1. Weil es ist jetzt doch nicht gleich ums Eck. Sondern so ein paar Minütchen brauchen wir schon. Oh, weil wir jetzt eigentlich schon da sind, ne? Sonne strahlt uns ins Gesicht. Sonnenbrille wäre nochmal ein cooler Mod, so. Den wir einfach aufsetzen könnten. Damit es uns nicht ganz so krass blendet. So. Sind wir jetzt eigentlich auch schon da in Crew L1? Zack. So, das ist ein bisschen doof, gegen die Sonne zu fliegen gleich, weil jetzt müssen wir natürlich auch gleich die Station da in diesem Asteroidenfeld finden. Beziehungsweise wir können auch... Oh, jetzt ist da... Genau. So, wir können nochmal springen, ein bisschen näher zur Station ran.
So, naja. War ein Mini-Jump. So, da sehen wir jetzt schon ein bisschen. Ihr seht es natürlich, wenn die Sonne jetzt so ein bisschen, na, wir können das Schiff so ein bisschen drehen, damit uns die Sonne nicht so blendet. Aber da, wo es blinkt, da müssen wir hin. Da ist die Station. So, mal gucken. Müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, ne? Die Geschwindigkeiten unterschätzt man oder überschätzt man relativ schnell auch mal. Und wenn ihr da nicht rechtzeitig reagiert, passiert es euch natürlich auch, dass ihr mal in so eine Raumstation einfach mal so reinkracht. Weil wenn ihr näher kommt, dann wird die doch ganz schön schnell, ganz schön groß. So wie bei mir jetzt zum Beispiel. Ihr seht schon, ich bin da relativ schnell. Und die Station kommt wahnsinnig schnell nahe. Ja, 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 ja. So, please contact to land. Das müssen wir jetzt machen. Wir stehen allerdings auf dem Kopf wegen der Sonne. Ich drehe mich mal, dann haben wir zwar die Sonne wieder, aber so ist praktisch jetzt richtig rum. So, ja, die Station sieht man jetzt nicht so ganz so toll, weil, wie gesagt, Sonne und so. Aber wir schauen jetzt mal. Wenn wir denn so eine Station anfliegen wollen, sind wir jetzt hier in der Nähe. Er hat ja schon gesagt, so, hey, please contact ANC to land. Das müssen wir jetzt nämlich machen. Wir drücken wieder F1, gehen dann hier in das Comlink rein und tun hier die Station anfunken und sagen, ey Digga, ich will landen, sag mir wo. Dann sagt er auch schon, yo, ich hab deine Landing Bay. Dann sehen wir jetzt hier das Dreieck wieder. Das gibt uns an, wo wir hin müssen. Unsere Landing Bay ist da drüben. So, schauen wir mal. Wie gesagt, nicht zu schnell. So, Landing Gear ausfahren, natürlich nicht vergessen. So, der Antenne hier ausweichen, damit wir da nicht hängen bleiben. Aber wir müssen. Ach, wo schickt der uns denn hin? Eieieiei. Quer einmal über die ganze Station hier. So, müssen wir auf diese Seite oder andere Seite? Ne, hier sind wir richtig. So. Zack. Das ist unser Parkplatz. Zack. So. Und. Da. Und schon sind wir auf einer Raumstation gelandet. Dann schauen wir uns doch mal an, was es hier so gibt. Ups. Was wir denn noch für unsere Reisen benötigen. Weil es ist natürlich immer ganz gut, was zu essen und was zu trinken mitzunehmen. Ich habe zwar jetzt noch kein Bedarf an was zu trinken oder was zu essen, aber ich zeige es euch natürlich trotzdem. Denn was dabei habe ich jetzt auch nicht. Also das heißt, wenn wir jetzt unterwegs sind und müssen dann etwas zu uns nehmen, dann ist natürlich immer ein bisschen doof. Ja. So, fahren wir erstmal hoch zur Lobby und dann machen wir mal so einen kleinen Rundgang durch eine Station. Im Grunde genommen sind die Stationen alle so ein bisschen gleich, sage ich mal. Sie unterscheiden sich aber alle im Aufbau. Das heißt, die Wege sind nicht immer gleich. Ihr müsst halt ein bisschen gucken, so, na, wo muss ich hin. Aber es gibt in jeder Station ungefähr das Gleiche. Klar, es gibt verschiedene Shops und verschiedene Verkaufssachen. Also ihr könnt nicht immer alles an allen Orten kaufen. Na, Schiffskomponenten, Waffen, Rüstungen und Kleidung ist je nach Gebiet anders. Aber im Grunde genommen sind die, wie gesagt, alle so ein bisschen gleich aufgebaut. Na, wir kommen meistens hier raus, haben dann so eine kleine Relaxed Station, also wo wir uns ein bisschen hinsetzen können. Und dann können wir hier mal weiterlaufen Richtung, naja, wie nennt man denn sowas? Shoppingmeile, Main Hall oder sowas, keine Ahnung. Ups. Ein NPC aufgeploppt. So. Ja, nicht sonderlich viel los. NPCs bewegen sich heute gar nicht mehr. Keine Lust. Ja, die sind locker, da kann man sich zum Beispiel dann umziehen. Dann kommen wir zum Beispiel hier mal rein. Platinum Bay. Hier gibt es zum Beispiel Schiffkomponenten, die wir kaufen können. Ups. Ja. So, hier können wir dann zum Beispiel, das sind jetzt zum Beispiel Cooler, Powerplants, Schildgeneratoren und so können wir hier kaufen. Quantum Drives, verschiedene Ausrüstung für unser Schiff. Das sind natürlich jetzt Mini-Shops, die auf den Dingern sind. Wir können uns die auch theoretisch hier angucken. Aber da gibt es zum Beispiel Schiffskomponenten.
Dann haben wir hier zum Beispiel das Admin Office. Das ist zum Beispiel sehr relevant für euch. Dort befinden sich nämlich auch hier diese Abgabeautomaten. Wenn ihr mal eine Transportmission hier habt, dann müssen wir die immer in den Admin Offices abholen. Aber hier sind auch die Trading and Shipment Konsolen. Das heißt, hier könnten wir jetzt zum Beispiel was einkaufen. Wir können ja mal gucken. Jetzt gibt es hier nur Scrap. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz so sinnvoll, das einzukaufen, aber theoretisch können wir ja Sachen verkaufen. Das heißt, hier können wir praktisch auch Handel betreiben an den Stationen. Nur hier gibt es natürlich jetzt nichts, weil was soll es auf so einer Raumstation auch schon großartig geben, ne? So, laufen wir mal ein bisschen weiter. AIDS Hub, das sind sozusagen das kleine Hotel. Ja? Hier sind die Betten, das heißt, wenn ihr jetzt sterben solltet, also wenn ich jetzt sterben sollte, würde ich hier respawnen und dann praktisch hier an diesem Aufzug hier wieder rauskommen. Und das hier sozusagen die Habitations, das kleine Hotel, was angeschlossen ist. Moment, wo sind wir denn jetzt hergekommen? Kommen wir jetzt hier, wie gesagt, man muss immer selber ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Ah, genau. Hier sind wir dann schon in den nächsten Shop. Hier gibt es Rüstung. Oh, was haben sie sich denn hier gedacht? Lass uns mal alle verrückten Farben zusammen schmeißen, die wir haben. Yo. Genau, hier könnt ihr dann praktisch auch Rüstung kaufen. Wir können ja auch mal ganz kurz so ein Ding anschauen. Hier gibt es ein Armor. Seht ihr schon hier verschiedene Farben, verschiedene Eigenschaften. Da gibt es auch, hier gibt es zum Beispiel jetzt relativ wenig und nur ein, zwei Modelle. Ihr seht hier schon so Standardrüstung und sowas. Oxident, Madpants kann ich euch auch immer empfehlen. Immer ein paar Madpants mit dabei haben. Und hier, wie gesagt, könnt ihr verschiedenfarbige Rüstung und sowas kaufen. Ihr seht hier immer die Werte der Rüstung. Damage Reduction 10%, dann Temperatur Rating minus 30 bis 60. Wenn wir dann zum Beispiel jetzt hier mal zur Armor gehen, dann haben wir hier 20% Armor, 31, 60 Grad, 67 Grad. Ich glaube, es gibt jetzt hier leider keine Rüstung. Ah, ich kann euch gleich noch was zeigen bei mir im Inventar, weil ich habe ja schon einiges. Hier könnt ihr dann zum Beispiel Rüstungen kaufen. Wenn ich zum Beispiel mal F4 drücke, jetzt seht ihr zum Beispiel mich. Ich bin natürlich schon ausgerüstet, hatte ich ja am Anfang erwähnt. Ne? Ich habe schon relativ viel verschiedene Rüstungen. Ich habe jetzt gerade eine Rüstung von Grimhacks an. Dieses Modell kann man hier zum Beispiel jetzt nicht kaufen, na, wie ihr schon gesehen habt. Das heißt, verschiedene Stationen auf Planeten etc., verschiedene Shops haben einfach verschiedene Sachen. Ihr müsst einfach rumreißen, gucken, wo gibt's was und einfach selber rausfinden, was cool ist für euch und was nicht. Habt ihr aber Sachen gekauft und wollt ihr jetzt irgendwie anziehen, wollt ihr euch umziehen oder so, könnt ihr das hier im Equipment Manager machen. Da sehen wir zum Beispiel diesen Undersuit. Das ist zum Beispiel unsere Standardausrüstung. Dieser ganz cleane Standardanzug. Und hier kann ich euch zum Beispiel sagen, hier haben wir die Novikov Armor. Das ist eine richtig fette Armor. Und die hat, Novikov Armor, seht ihr hier, ein Temperaturrating von bis zu minus 225 Grad. Wir waren ja vorher auf Jela und sonstige Sachen unterwegs. Dort hatten wir Temperaturen von minus 160 Grad. Das heißt, hätte ich diese Rüstung praktisch angehabt zu dem Zeitpunkt, dann könnte ich damit unendlich dort überleben. Mit meiner Rüstung, die ich jetzt vorher anhatte, habt ihr gesehen, konnte ich nur so ungefähr 12 Minuten dort überleben, weil dann wäre ich einfach erfroren, weil die Rüstung dafür nicht ausgelegt war. Und wenn ihr sozusagen an solche Orte wollt, müsst ihr dann praktisch diese Novikov anziehen. Es gibt auch das Pandor dazu. Die habe ich jetzt leider noch nicht. Die können wir uns vielleicht auch mal organisieren. Die geht dann praktisch nicht für Kälte, sondern ist dann für die extreme Hitze auch gut. Praktisch, wie gesagt, genau das Gegenteil davon. Die ist dann im orangenen Design, glaube ich. Die hier ist gelb, die andere wäre dann orange. Ich weiß aber gerade nicht, wie die heißt. Und die habe ich auch nicht gekauft. So, auf alle Fälle, wenn ihr euch dann umziehen wollt, könnt ihr hier dann sozusagen die Sachen auswählen, die ihr haben wollt. Ihr seht hier immer die Vorschau. Na, ihr seht jetzt, der Undersuit ändert sich dann bei mir mit der Farbe. Hier mit dem Rot sieht man das dann ganz gut. Ich nehme jetzt wieder meinen Stone Skin. Dann bei Weapons können wir verschiedene Waffen ausziehen. Ich könnte mir zum Beispiel jetzt hier noch eine Sniper hinten drauf schnallen. Ich habe immer ganz gern die Lumen dabei. Das ist eigentlich so eins meiner Lieblings-Pistolen-Gewehre. Weiter unten haben wir dann Utility-Items. Ich könnte dann zum Beispiel jetzt hier auch noch ein Combat-Knife mir hier an die Dinge hängen. Oder Knicklichter, das sind so Flares. Oder hier auch mal nochmal ein anderes Messerchen.
Könnte ich eigentlich mal dran lassen. So. Genau, Waffen, Pistole habe ich ja auch hier an der Seite drin stecken, seht ihr ja. So könnt ihr euch praktisch immer ausrüsten. So, die Armor an sich kann man dann auch hier ändern. Wie gesagt, da könnt ihr jetzt auch sagen, ich nehme zum Beispiel jetzt mal hier den anderen Helmfarbe oder hier komplett anderen Helm. Einfach draufklicken, auswählen und dann zieht ihr euch praktisch um. Bei den Utilities können wir noch Granaten auswählen. Das ist ja so ein bisschen, na, die funktionieren aktuell nicht ganz so gut, aber ganz wichtig sind hier die Consumables. Da könnt ihr nämlich die Madpens ausrüsten, was ich euch eben auch empfehle. Hier habe ich zum Beispiel gar keinen ausgerüstet. Ihr könnt immer zwei Madpens und zwei Oxygenpens auswählen. Das ist immer ganz cool. Hier unten könnt ihr dann zum Beispiel auch nochmal das Messer auswählen, was ich jetzt habe. Und bei Utility Items könnt ihr zum Beispiel jetzt auch nochmal eine Flare oder sowas reinmachen. Die hängt dann hier an der Seite. Könnt ihr da zum Beispiel auch machen. Da kann man auch noch andere Sachen reintun. Da kommen wir dann später mal zu. Da gibt es auch noch Mining Tools und sowas. Aber wenn wir dann zu dem Thema kommen, dann zeige ich euch das natürlich auch nochmal. Technology wäre dann praktisch so Mobiglas, das Original Snow Casing. Da können wir das Mobiglas-Farbe ändern. Die sieht man jetzt bei mir gerade gar nicht. Und hier unten mit Save Changes könnt ihr das Ganze einfach safen. Dann zieht ihr euch praktisch um. Hat das jetzt schon geklappt bei mir? Ich denke mal schon, oder? Wenn wir jetzt mal F4 drücken, genau, dann sehen wir jetzt, da habe ich auch unten mein Messer an der Seite hängen. Und hier an der Seite hängt jetzt zum Beispiel meine Quick Flare auch dran. Das heißt, alles, was ihr equipped habt, habt ihr auch immer irgendwo am Körper rumhängen. Na, das ist auch wirklich immer da. Wollt ihr jetzt aber zum Beispiel euch mal ganz schnell umziehen, dann ist das auch kein Problem. Zum Beispiel die Rüstung können wir relativ einfach ausziehen, indem wir jetzt den Stone Skin anders tun. Den equippe ich jetzt einfach mal safe. Und dann habe ich praktisch ja, Privatklamotten an. Das sind dann praktisch Clothings, die können wir auch ändern. Ich kann zum Beispiel jetzt hier mal, ich glaube, ich habe einen schwarzen Anzug, oder? Mal gucken, ich weiß gar nicht, was ich da so habe. Ja. Ziehen wir einfach mal an, so. Zylinder auf. Na, das ist dann praktisch die zivile Kleidung. Zack. Ich habe jetzt nur diese. Ich hätte meinen Helm vorher ausziehen müssen. Das ist leider gerade so ein Bug, dass man diese Haube, die man jetzt noch sieht, die hat man auf, wenn man den Helm nicht auszieht. So, aber das ist jetzt dann praktisch auch dann so zivile Kleidung, kein Raumanzug. Ich habe jetzt leider nicht so viel, aber das kann man zum Beispiel natürlich auch in-game kaufen. Damit ihr das auch mal seht. Aber ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr ohne Helm und sowas rumrennt, dann erstickt ihr einfach, wenn ihr nach draußen läuft. So, wenn ich jetzt den Undersuit wieder anklicke, dann habe ich auch komplett wieder meine ganze Rüstung an, die ich praktisch auf dem Undersuit dran hatte und kann dann praktisch jetzt hier wieder safen. Achtet hier unten drauf, Change Pending. Und wenn das durch ist, dann ist es durch. Hoffen wir mal. Dauert manchmal ein bisschen, das ist halt eben das, da sind manchmal die Backend-Server noch so ein bisschen, Na? Doch, jetzt hat das. Ja, das lädt immer manchmal ein bisschen. So. Genau, das so ein bisschen noch zur Rüstung und zu sonstigen Klamotten, damit ihr das auch mal gesehen habt. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen hoch. Genau, hier ist Kaserbe Outlet. Da kriegt ihr praktisch die privaten Klamotten. Na, hier könnt ihr verschiedene Mützen kaufen, Jacken und so weiter und so fort, Schuhe. Ja, könnt ihr auch an den Terminals die verschiedensten Sachen kaufen. Und das ist natürlich genauso, dass ihr auch eben hier verschiedene Outfits an verschiedenen Stationen habt. So. Jetzt wollte ich aber eigentlich noch mal kurz was zu essen finden. Gibt es hier was zu essen? 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 Ich habe Hunger. Hallo? Gefräßiger Raumfahrer braucht was zu essen. Bleh. So, normalerweise müsste es doch hier auch irgendwas zu essen geben. Aber ich gucke mal auf die andere Seite. Weil diese ganzen Nudelautomaten und so, die funktionieren nämlich noch nicht. So, laufen wir mal hier rüber. Gibt es hier was zu essen?
Ah ja, genau, die andere Seite. Ja, kommen wir zur Futtermeile. So, oh, ich liebe diese Decke hier. Die hätte ich so gerne in meiner Wohnung. Finde ich geil. So, genau, hier können wir jetzt mal ein bisschen rumschauen. Na? Hier gibt es die verschiedensten Sachen. Hier kann man sich auch ein bisschen hinsetzen, ein bisschen relaxen. Hier gibt es irgendwie, keine Ahnung, kann man sich ein Buch kaufen. Können aber mal runtergehen. So, und hier sehen wir dann schon die ersten bei Elroy's. Was gibt's denn hier? Pizza, Burger können wir nicht kaufen. Was gibt's denn hier? Schokoriegel, Energy Bars. Ja, man kann immer. Es gibt jetzt noch nicht alles zu kaufen. Na, das so ist nicht. Da drüben gibt es auch Pizza. Was könnten wir uns denn hier holen? Ich glaube, hier gibt es nur Getränke. Ein Burrito könnten wir uns nehmen. Burrito. Pizza kann man leider noch nicht kaufen. Die Animation gibt es anscheinend noch nicht. Juice Bar. Oh, wir könnten auch mal gesund leben und uns einen geilen Juice holen. Nee, aber hey, gesund war gestern. Ich hätte aber Lust auf einen Burger. Aber ich glaube, hier gibt es keine Burger, oder? Oh, Nudelbar. Auch Lust auf Whisky, aber hier ist anscheinend kein Barkeeper da. Schade. Kann mal kurz ein bisschen hier in die Nudelbar reingehen. Kann auch gucken. Hi. Ja. Aber ich wollte auch einen Burger haben. Okay, hier gibt es keine Burger. Na gut, ballern wir uns doch mal ein Burrito rein. Aber wir nehmen uns erstmal was to go mit. Getränke sind immer nie schlecht. Ja, wir nehmen einfach mal hier so ein Quick Buy. Stecken wir uns mal eine Coke ein. Oder ne, ist ein Energy Drink. So, wir können den jetzt. Ich stehe so ein bisschen vor dumm vorm Regal jetzt. Wir können den jetzt mal stone. So, damit wir was für später haben. Und wir können auch. Was gibt es denn jetzt hier? Hier gibt es jetzt Burritos. Na gut, holen wir uns erstmal ein Burrito. Wenn wir F gedrückt halten, rechte Maustaste drücken, kommen wir an dieses Quick-Menü. Um was essen zu können, müssen wir logischerweise unseren Helm absetzen. Das machen wir hier. Item, Actions, Player. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Actions, Items, Actions, Helm an Equipment. So. Wenn wir jetzt die rechte Maustaste nochmal drücken, können wir das auf den Favorit setzen. Den dann hier unten irgendwo hinsetzen. So. Dann haben wir den jetzt nämlich immer hier unten gesetzt und wir können zack schnell den Helm ausziehen. So. Helm aus. Und jetzt können wir uns mal ganz kurz hier einen Burrito genehmigen. So, diese Burrito-Geschichten, ihr seht schon, die können wir nicht stone. Na? Das ist ja frisches Essen, was offen ist. Das heißt, das können wir jetzt nur gleich wegschnabulieren und nicht mitnehmen. So, zack, aufgegessen. War lecker, bis später. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, weil wir wollten ja auch was für unterwegs haben. Und wir haben ja aber gesehen, hier gibt es zum Beispiel Schokoriegelchen oder Energy Bars. Die können wir super für unterwegs mitnehmen. So, dann. Na, ja, jetzt müsst ihr mal nur ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht vor diesem Regal steht. So, Stow. Und wenn wir jetzt mal F drücken, rechte Maustaste wieder, da haben wir ja das Personal Inventory, wo jetzt praktisch hier diese Energy Drink drin ist. Und die Energy Bar, die ich eben gerade gekauft habe. Na, für schlechte Zeiten, für später. Aber wir können eigentlich auch nochmal jetzt schnell was trinken. Ihr seht unten links jetzt 100% trinken und Dingsbums. Hat er hier auch irgendwas zu trinken? Ne, da gibt es auch Burritos. Hast du ein Wässerchen oder so? Nee. Oder genehmigen wir uns noch einen geilen Juice? Hast du einen Juice für uns? Gibt es hier Juice, Juice, Juice? Juicy, Juice, Juice, Juice? Nein? Hi? Juice? Nee. Okay. Ja, es funktionieren noch nicht alle. Ach, guck mal, hier kriegen wir zum Beispiel auch noch was zu trinken. Ein Energy Drink. Zack. Synergy Plus. So, wir sind natürlich jetzt hier auch nur auf so ein Rest. Könnt ihr euch das vorstellen, wie so eine kleine Tankstelle hier? So, und den können wir uns jetzt auch gleich mal reinballern. So,
damit ihr das jetzt auch nur mal gesehen habt. So, gluck, gluck, gluck. Ah, leer. So, wir sind natürlich ordentliche ja, Star Citizen Bürger und entsorgen das natürlich im Mülleimer. Das ist, ja, genau. So, das war es jetzt eigentlich schon so im Großen und Ganzen zu diesen Rest and Relax Stops. Wie gesagt, ihr müsst euch das vorstellen, wir sind jetzt hier an einer Art Tankstelle, in der ihr so ein bisschen Handeln betreiben könnt, was trinken könnt, indem ihr mal kurz in die Bar gehen könnt und eben euch versorgen könnt. Ihr könnt hier auch ausloggen, einloggen. Wie gesagt, wir haben hier die Apartments und können praktisch auch ein bisschen euer Geschäft erledigen, eben euer Schiff auftanken und reparieren. Das habe ich jetzt beim Landen gar nicht gemacht, das zeige ich euch aber auch noch. Aber das sind praktisch so jetzt die ganzen Stationen, die in ganz Star Citizen jetzt schon und später natürlich im Verse verteilt sein werden, die man entdecken kann. Alle sehen ein bisschen anders aus, überall gibt es ein bisschen was anderes zu kaufen, überall trifft man irgendwie andere Leute, andere NPCs und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das sind praktisch die Art kleinen Tankstellen für uns. So, das war jetzt eigentlich schon eine Folge, also 30 Minuten bin ich jetzt hier schon. Huiuiui. Okay, jetzt habe ich echt viel gezeigt und eigentlich ist in dieser Folge nicht sonderlich viel passiert, aber hey, ihr wisst jetzt schon mal so ein bisschen, wie man einkauft, wie man sich ankleidet, wie man sich anequippt und so weiter und so fort. Wir werden da natürlich nochmal ein bisschen mehr auch sehen, wie gesagt, gerade noch mit, wir wollen ja noch meinen neuen kleinen Fighter ausrüsten und Bounty Hunting und sowas betreiben, da seht ihr dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr. Und ich würde aber sagen, für diese Folge machen wir jetzt erstmal Schluss. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann die nächste Mission suchen. Mal gucken, was wir machen. Das sehen wir dann. Gucken wir gleich gemeinsam, was das Mobiglas so hergibt. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen in diesem Video. Und ich konnte euch einfach noch mal ein bisschen mehr von der Star Citizen Welt zeigen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen, auch die ganzen anderen Videos nicht. Schreibt mir gerne Kommentare, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt etc. Einfach ab dafür unten in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.